Die Gruppenphase ist Geschichte. Nun stehen die Halbfinalpartien bei den WTA Finals in Singapur an. Hier erfahrt ihr, wo ihr die Matches live verfolgen könnt. Nach ihrer Niederlage gegen Sloane Stephens musste die einzige deutsche Teilnehmerin Angelique Kerber die Heimreise antreten. Sie konnte sich nicht für das Halbfinale qualifizieren. WTA Finals 2018 in Singapur, wann und wo finden sie statt? Sowohl die Vorrunde als auch die Finalpartien der WTA Finals 2018 in Singapur finden im Singapore Sports Hub in Kallang statt. Zunächst treffen um 10 Uhr Elina Svitolina und Kiki Bertens aufeinander, ehe ab 13.30 Uhr die Finalgegnerin zwischen Sloane Stephens und Karolina Pliskova ermittelt wird. WTA Finals 2018 heute live im TV, Livestream und Live-Ticker. Die beiden heutigen Spiele der WTA Finals 2018 in Singapur sind nicht im deutschen Free-TV zu sehen. Der Pay-TV-Sender Sport1 überträgt das gesamte WTA-Finale im TV, genauso wie der ZN im Livestream. Der Streaming-Dienst DAZN zeigt neben hochklassigem Tennis auch Highlights aus vielen weiteren Sportarten wie Fußball, Basketball, Darts oder Football. DAZN kostet 9,99 € im Monat und kann für einen Monat kostenfrei getestet werden. Außerdem bietet euch Spox einen Live-Ticker zu den Spielen der WTA Finals an. Punkt. Beginnspiel Pay TV Livestream Live-Ticker 10 Uhr Elina Svitolina, Kiki Bertens Sport 1. Das Live-Ticker ab 13.30 Uhr Sloane Stephens, Karolina Pliskova Sport 1. Das Live-Ticker WTA Finals. Die Einzelsiegerinnen der letzten Jahre: Jahrsiegerin 2013 Serena Williams, 2014 Serena Williams, 2015 Agnieszka Radwanska, 2016 Dominika Sabalenka, 2017 Caroline Wozniacki. Werbung, Werbung.